Hey, Georg Norberg hier vom Gitarreninstitut.com und heute geht es um die magischen Power Chords auf der E-Gitarre. Es sind die Profi-Akkorde, die total einfach zu greifen sind auf der Gitarre, aber man muss ein bisschen was wissen, um einfach auf dem Griffbrett so diese Sweet Spots zu erkennen und auch zu sehen, wo werden gerade Akkorde hin und her jongliert, wo verschwindet plötzlich der Grundton und taucht an einer anderen Stelle wieder auf. Also, wenn du ein Einsteiger bist und vielleicht schon mal E5 und A5 kennengelernt hast, ja, dann ist das schon mal ein ganz, ganz, ganz toller Anfang und viel besser, als würdest du die offenen Akkorde schrammeln. Denn wenn du in einer E-Gitarrenband offene Akkorde spielst, dann klingst du sofort, naja, wie der größte Noob. Und wenn du einfach nur umschaltest auf die Power Chords, das heißt, du spielst jetzt nur noch den Grundton, den tiefsten Ton des Akkordes und seine Quinte dazu, dann klingst du plötzlich so. Ich habe gar nicht viel anders gemacht. Ich habe statt einem E-Moll ausgespielt, habe ich einfach nur hier die E-Seite und die A-Seite angeschlagen und ansonsten greiftechnisch gar nicht so viel verändert. Das gleiche kannst du bei A5 machen oder auch bei D5. Ja. Und diese 5er-Akkorde sind sozusagen die wichtigste Einsteigerbasis, die du auch in diesem PDF-Dokument von mir lernen kannst. Da habe ich dir alles nochmal aufgeschrieben, was ich weiß zum Thema Power Chords, wie der Unterschied ist und vor allen Dingen auch, wie das auf der E-Gitarre gegriffen wird, wie es dargestellt wird, wie die Töne heißen und so weiter. Kannst du dir alles mal in Ruhe durchlesen. PDF findest du unter diesem Video in den Kommentaren angepinnt. Und heute in diesem Video geht es aber noch tiefer in die Materie rein. Diesen absolut geilen Power Chord kann ich jetzt anfangen, in einen Klammergriff zu bauen. Ich nehme dazu den Ringfinger und den Zeigefinger und platziere den Ringfinger auf die Quint, also den zweiten Bund der A-Seite. Und mit dem Zeigefinger geht es auf den Grundton für mich. Leere Seite muss man nicht greifen, aber einfach mal in der Vorbereitung kann ich jetzt anfangen, wie ein Zug auf Schienen meinen Power-Chord auf der Gitarre hin und her zu verschieben. Geil, oder? Und alles, was du wissen musst, sind die Töne auf der E-Seite und schon kannst du jeden erdenklichen Akkord durch reines Verschieben greifen. Aber jetzt wird es richtig spannend, wenn wir diese Power-Chords nämlich ausbauen, erweitern, zum Beispiel mit dem kleinen Finger unten drunter, unter dem Ringfinger, zusätzlich die Oktave greifen. Da wird der Power Chord noch ein bisschen voluminöser, ohne sperriger zu werden. Ja? Im Unterschied zu dem Zweigleiser, der schon cool klingt, wird eben der Dreigleiser richtig geil. Profis fangen jetzt eben zum Beispiel an und lassen den Grundton plötzlich einfach weg. Zeigefinger einfach streichen. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir im fünften Bund den Ringfinger und den kleinen Finger, also die Quinte und die Oktave. Wir haben hier den Grundton entfernt und klingen trotzdem auf mysteriöse Weise immer noch nach einem G5. Können jetzt zum Beispiel eben aufgrund dieser kompakten Bauform Smoke on the Water spielen. Ja. Diese Griffwechsel, die normalerweise mit einem riesigen Aufwand verbunden werden, wenn wir das als offene Akkorde spielen, sind jetzt plötzlich ganz kompakt in einer Hand zu wechseln. Was habe ich hier nämlich gespielt? Wir haben G5, hier haben wir B-Flat 5, hier haben wir C5. Das heißt, im Geiste spielt eigentlich der Grundton immer, diese Orientierung nach dem Grundton, immer eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil das wie so ein, ja, eigentlich wie meine Navigation ist auf dem Griffbrett. Ja? Was ich dann aber letztlich spiele, ist dann ganz, ganz kompakt und leicht aus dem Handgelenk rauszuschütteln. Bei Smoke on the Water ist am Ende eben dieser C übrig, ohne Grundton. Und jetzt kann ich anfangen, diesen Quartengriff zu verändern, indem ich mal gucke, was da noch für Töne drumherum liegen. Ja, zum Beispiel die Terz, meine Güte, das ist richtig saftig und lecker bissig. Aber jetzt interessiert mich ja auch, was ist denn die Theorie eigentlich dahinter? Also für welchen Akkord steht jetzt diese ominöse Terz, die ich hier spiele? Da schauen wir uns jetzt mal die Töne auf dem Griffbrett an. Wir haben hier die Note G und hier ist die Note B. Und diese beiden sind in einem Terzverhältnis, stehen die zueinander. Der obere Ton, tiefe Ton hier, der tiefer klingende Ton,
mit dem Mittelfinger gegriffen, ist dabei der Grundton. Das ist eben der G-Dur-Dreiklang, also der Anfang vom G-Dur-Dreiklang. Als Powerchord gespielt. Sehr stark verwandt mit einem G5. Ja? Aber deutlich saftiger. Ja? Wir haben mit der Terz eben so eine emotionale Komponente drin. Und so kann ich G-Dur mit C-Dur sehr schnell wechseln, einfach indem ich einen Finger versetze. Guck dir das mal an. Ja? Und dann zurück zum A. So können wir jetzt anfangen, die Power Chords auf dem Griffbrett zu Ketten zu verbinden. Wir fangen zum Beispiel hier mit einem A5 an, wechseln dann zu einem D5, wo der D-Grundton wie so ein Geisterton nicht vorhanden ist und trotzdem mitklingt. Und gehen dann zum C5, wie bei Smoke on the Water, gehen dann zum G-Dur, Power Chord und zurück zum A. Und dann hören wir uns mal den alten Klassiker Crusader an, wie diese Klangkette miteinander kommt. Herrlich! Und jetzt wird es noch spannender, wenn wir anfangen, diese Power Chords zu zupfen mit dem Plektrum, also Flat Picking zu spielen. Dann kommen wir bei AC/DC an, bei Hells Bells, mit denselben Akkorden. Und dann kommt AC/DC am Ende vom Hells Bells Riff mit einem sehr, sehr geilen Riff um die Ecke, nämlich das hier, C5. Wow, wie geil klingt das, wenn ich beim C5 den Grundton verschiebe, aber die Quinte noch stehen lasse. Wow, Spannung, Spannung ohne Ende, gerade mit diesem Distortion Sound. Und wenn ich das auflöse hin zum A5, puh. Das Konzept ist hier an der Stelle wieder ein theoretisches. Hier sind wir im Standard C5, Grundton hier im dritten Bund A-Seite und hier die Quinte auf der D-Seite im fünften Bund. Wenn ich den Grundton verschiebe, dann interpretiert sich in der Musik der Grundton nicht mehr als Grundton, nicht mehr wirklich, sondern plötzlich wird das unten der Grundton als Grundton empfunden. Ja, so müssen wir es sagen, wirklich als Grundton empfunden. Das ist hier die Note G. Und hier, jeder, der ein bisschen länger spielt, weiß es, zweiter Bund A-Seite ist natürlich die Note B. Das bedeutet, wenn du diesen Power-Chord ausstreckst, mit dem Grundton einen Halbton nach hinten versetzt, wird immer in der Theorie das Konzept anders gedeutet, dadurch, dass wir jetzt wie ein Jongleur den Grundton plötzlich hier unten sehen, auf dem kleinen Finger, also die Note G haben und hier diesen B-Ton dazu, ist das ein G/B-Akkord. Das ist immer so, auch bei AC/DC. Ja, bei Highway to Hell. Das ist genau dasselbe Konzept. A5, D/Fis, also hier der D-Ton und Fis im Bass, D/Fis. Wir können auch spielen. Aber das wäre dann wieder zu eckig und zu kantig und zu einsteigermäßig. Geil klingt es, wenn du eben hier mit den Basstönen jonglierst. Diese Konzepte sind maßgeblich durch AC/DC geprägt worden. Also im Power Chord den Grundton verschieben, plötzlich umzudeuten und einen komplett neuen Kontext zu haben. Diese A5 Power Chord Ketten haben ein paar Jahre gehalten seit AC/DC. Aber dann hat es mir die Schädeldecke hochgehoben und ein Feuerwerk ist explodiert, als die Band Bullet for My Valentine mit dem Song Tears Don't Fall um die Ecke kam. Geil, oder? Let's go! Die Akkorde werden ein bisschen anders gespielt, aber es ist so krass, was du machen kannst, wenn du in einem Powerchord bist, den Grundton nach hinten verschiebst oder einfach die Quint einen Bund weiter nach vorne verschiebst, damit wieder diese gestretchte Akkordlimousine vor dir stehen siehst. Ja. Quizfrage an dich. Was ist das für ein Ton? Was ist das für ein Akkord jetzt an der Stelle?
ich löse es mal kurz auf, ist ein F/A. Ja? Macht aber gar nicht so viel aus. Diese Quint erweitert mit einer Sechste und wieder zurück zu Quint. Und dann weiterspielen, eben zum Grund, zum F, den wir vorher schon angedeutet haben, und dann hochschieben auf den G5. Und dann nutzen wir die Pentatonik und spielen ein Mini, wirklich minimalistisches, kleines Hammer-on-Lick rein. Ja, einfach den 10. auf den 12. hämmern. Es wird clean gespielt, es wird ein Delay dazu verwendet, aber du bekommst ein Gefühl für dieses Feeling, was da drin steckt. Pause und dann voll explodieren. Die Power Chords können noch sehr viel mehr eskalieren, aber für heute heißt es erstmal sehr gut. Wir zwei haben mal wieder alles gegeben und das mit dir und der Gitarre, das läuft immer besser und besser. Und wenn du es wirklich ernst meinst, dann komm in meinen E-Gitarren-Masterkurs. Das ist die erste E-Gitarren-Grundausbildung, die dich professionell von null in die Band bringt, in 7 Monaten, in sehr, sehr kurzer Zeit. Da ist einfach das systematische, aufeinander aufbauende Lernen der riesengroße Unterschied zwischen dir und zwischen anderen YouTube-Gitarristen, weil du einfach dadurch in sehr kurzer Zeit sehr viel weiterkommst, bis in die Band. Das Beste ist, es funktioniert in jedem Alter und es macht wahnsinnig viel Spaß. Und ansonsten viel Spaß im nächsten Video. Dort gibt es ein paar clevere Gitarrentricks, die du zu Hause sehr leicht umsetzen kannst. Mir hat es wieder viel Freude gemacht heute. Gib dem Video einen Daumen hoch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Hau rein, dein Georg Norberg. Tschüss.